Der Energieverbrauch der Baumaschinen in Deutschland betrug 20 Milliarden Kilowattstunden laut einer Studie des Umweltbundesamtes von 2020. Im Bausektor werden mobile Anlagen und Baumaschinen auf den Baustellen eingesetzt, die mit Diesel, Heizöl oder sonstigen Mineralölprodukten betrieben werden. Häufig ist keine Stromversorgung im Baustellenbereich vorhanden, wodurch die Energieversorgung durch dieselbetriebene Stromaggregate übernommen wird. Hier liegt riesiges Potenzial zur Einsparung und natürlich auch eine große Notwendigkeit. Aber wie soll das gehen? Ist eine Elektrifizierung in der Breite überhaupt möglich? Liebe Hörerinnen und Hörer, fragen Sie sich auch, wie die einzelnen Sektoren zukünftig emissionsfrei bzw. arm funktionieren können? Dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Herzlich willkommen im heutigen Podcast Thomas Adermann und Christian Pelger. Schönen guten Tag, hallo. Herr Adermann, Sie sind Produktmanager für elektrische Systeme bei der Deutz AG. Und Herr Pelger, Sie sind Projektleiter für den Deutz Batteriebaukasten und den Powertree. Da wird es heute ausgiebig drum gehen in diesem Podcast. Sie arbeiten auch bei der Deutz AG. Herr Adermann, die erste Frage geht an Sie. Wir kennen natürlich alle Baustellen und fahren da öfter vorbei oder laufen vorbei, aber sind jetzt wahrscheinlich die meisten, die jetzt dazuhören oder zuschauen, nicht so die Experten. Nehmen Sie uns doch mal mit nach Köln, vielleicht zu Ihnen, auf so eine größere Baustelle. Wie sieht es denn dort aus? Was gibt es denn da für Maschinen und wie werden die im Moment noch zum größten Teil angetrieben? Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe an Baustellen und die unterscheiden sich auch in großem Maße. Also das Einfachste, was ihr erkennt, ist halt die normale Baustelle, um ein Haus oder ein größeres Mehrfamilienhaus zu bauen. Dort habe ich dann Bagger, die Löcher buddeln, mehr oder weniger, dann Radlader, die das Gut, was abgetragen wird, transportieren zum nächsten LKW oder zum Dumper, der dann in Gelände, in dem der LKW nicht hinkommt, vielleicht dieses Gut, diesen Schutt oder die Erde besser transportieren kann. Dann habe ich Kräne, Teleskoplader, die noch eine Spezialform von Radlader sind, zum Beispiel, sowas in der Richtung. Und die sind zum größten Teil auch heute noch mit konventionellen Dieselmotoren angetrieben. Also diese eine Lösung, die ganz verschiedenen Applikationen antreibt. Ausnahme ist da vielleicht der große Kran, der auch heute schon dann über die Baustellen Stromversorgung versorgt wird. So, das ist, glaube ich, die Baustelle, die jeder so kennt erstmal. Ne? Genau, jetzt wissen wir natürlich, es gibt ganz verschiedene Baustellen. Wenn es eine Autobahn gebaut wird, ist was völlig anderes, als wenn ein Hochhaus oder ein Einfamilienhaus natürlich gebaut wird. Jetzt mal ganz grundsätzlich, ist man sich in der Branche da eigentlich schon einig, dass es diesen Weg in die Dekarbonisierung geben muss, beziehungsweise ist dieses, wie man da hinkommt, doch noch offen oder hat man sich auf den batterieelektrischen Antrieb da irgendwie für die Geräte und die Fahrzeuge doch irgendwie schon geeinigt? Was auf jeden Fall klar ist, dass wir die Branche auch defossilisieren wollen. Ja? Also wir wollen dann möglichst technologiefrei sein in der Gestaltung, dass die Fahrzeuge kein oder quasi kein CO2 ausstoßen. Und das ist halt eine riesige, enorme Aufgabe, die da zu bewältigen ist. Und so einen richtigen Konsens wird zum Beispiel in der Automotive-Industrie gibt es da noch nicht. Aber wir arbeiten mit allem, was wir haben, daran, genau auch diese Branche klimaneutral zu gestalten. Also batterieelektrischer Antrieb für diese ganzen Fahrzeuge und Baumaschinen, ist das unumstritten oder sagen noch viele, oh, das müssen wir irgendwie doch mit Kraftstoffen machen oder vielleicht sogar Wasserstoff? Also auch hier bei uns unternehmensintern auch so eine kleine Challenge. Ne? Es gibt eine Wasserstoffmotorentwicklung und halt die batterieelektrische Antriebssystementwicklung. Und es ist ganz klar auch so ein Use Case, so ein Einsatzszenario-Fall. Es gibt Fahrzeuge, da macht es super viel Sinn, die zu elektrifizieren, wenn ich einen hohen Fahranteil habe, wenn ich nicht den riesigen Energieumsatz habe und dementsprechend das will ich auch mit dem eingebauten Akku mit der Batterie halt bewältigen kann. Und dann gibt es aber andere Fahrzeuge, die haben so einen großen Energieumsatz, da ergibt es zumindest Stand heute noch gar keinen Sinn. Und da ist es halt sinnvoll, Verbrennungsmotoren zu nutzen und dann idealerweise zum Beispiel den Wasserstoffmotor, der dann auch CO2-neutral ist. Also ja, es gibt keinen Konsens, dass es jetzt eine Antriebslösung gibt für all die verschiedenen Applikationen und Einsatzszenarien, sondern es wird verschiedene geben. Wir widmen uns aber heute vorzugsweise der batterieelektrischen Antriebssystemen. Wie ist das da? Gibt es da im Moment auf dem Markt schon Lösungen? Also gibt es schon batterieelektrisch angetriebene Baumaschinen?
Ja, genau, das gibt's schon einige, speziell von unten kommt, also von den kleineren Leistungsbereichen, also Mini-Radlader, kleine Teleskoplader. Die ersten Mini-Walzen wurde schon vorgestellt auf der letzten Bauma und auch schon zum Beispiel Asphaltierer oder sowas, also Fahrzeuge, die den Straßenbelag neu legen. Das sind teilweise Konzepte, vor allen Dingen im Gartenlandschaftsbau und so, da gibt's dann wirklich schon viel, das eingesetzt wird. Ein großer Übertrag von der Gabelstapler-Technologie, die sind ja heute schon im zuhauf elektrisch, haben einen anderen Spannungsbereich, sind relativ simpel von der Architektur und diese Systeme werden dann adaptiert und in bestehende Fahrzeuge auch schon eingebaut. Da würde ich vielleicht auch nochmal einhaken. Also wir haben halt häufig die Fragestellung, wo können wir überhaupt elektrifizieren? Sie haben halt bei den Baumaschinen ganz häufig halt sehr energieintensive Prozesse oder sehr energieintensive Arbeitsaufgaben. Und daher ist es halt wirklich so, dass sie entweder dort elektrifizieren oder zumindest es anstreben, wo man halt eben erstmal geringere Leistung braucht, weniger Energie. Oder halt eben auch dort, wo wir eine gute Infrastruktur haben, um halt dann eben die Maschinen auch wieder nachzuladen, beispielsweise auch in Flughafenapplikationen, was dann halt eher, ich sag mal, räumlich sortiert ist. Und ja, dort kann man halt die Geräte auch gut nachladen. Wir arbeiten gerade konkret an Kehrmaschinen, an Fahrzeugen, die an Flughäfen eingesetzt werden, an Betonpumpen. Sowas ist gerade unser aktueller Scope. Da merkt man auch, das sind die naheliegenden Anwendungsfälle. Wir haben uns in diesem Podcast auch schon der Landwirtschaft gewidmet. Da kann ich mich dran erinnern, da war der Mähdrescher so eine Applikation, die leider sehr, sehr fern liegt, ist viel zu leistungsintensiv und ja, braucht einfach sehr, sehr viel Power, genau wie Pflüge beispielsweise. Was sind denn das jetzt bezogen auf die Baumaschinen? Was sind denn da so Fahrzeuge oder Applikationen, die eigentlich wahrscheinlich nie elektrifiziert werden können? Schönes Beispiel ist da der Straßenbau. Also wenn ich eine alte Autobahn erneuern möchte, dann habe ich da erstmal eine Kaltfräse, die wirklich einen alten Belag wegfräst, teilweise einen halben Meter oder noch tiefer auf einmal. Und da sind heute riesige Dieselmotoren, also großvolumige Dieselmotoren eingebaut, die halt richtig Arbeit verrichten und das halt auch konstant über einen sehr langen Zeitraum. Die fahren dann mit 1, 2 km/h und müssen dann aber trotzdem ein riesiges Autobahnstück natürlich wegfräsen. Und im Nachhinein wird es dann wieder aufgekoffert. Dann kommt irgendwann der Asphaltierer, der dann den neuen Asphalt, also den umgangssprachlich Teer, hinlegt. Der wird dann auch noch von einem Beschicker versorgt. Also das sind so Fahrzeuge, da sind enorme Aufwände, die verarbeiten heißes Gut, was vielleicht sogar auch noch heiß gehalten werden muss oder vor der Verarbeitung beim Asphaltierer in Form gebracht werden muss. Das wird dann gestempelt und gleichzeitig noch beheizt. Das heißt, da sind halt Energieaufwände, die sind einfach nicht machbar mit einem batterieelektrischen System oder sind natürlich machbar, aber da muss irgendwer mit dem Kabel nebenher laufen und versuchen, die nachzuladen. Wo es dann aber wieder in der Kette vielleicht mehr Sinn ergibt, ist dann die Walze, die im Nachhinein alles plattwalzt, die fährt. Da kann man deutlich effizienter das Fahrzeug dann gestalten. Da könnte es dann wiederum Sinn machen. Ne? Und dann schließt sich der Kreis so ein bisschen mit den Use Cases. Tandemwalze ja, Asphaltierer und Beschicker und Fräse in naher Zukunft zumindest erstmal nicht. Wir müssen aber auch sagen, also wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf den Baumaschinenbereich, sondern wir clustern das halt in diesen gesamten Off-Highway-Bereich. Und dazu zählt halt auch Agri. Und auch dort haben wir schon mit verschiedenen Traktorherstellern Gespräche geführt zur Elektrifizierung. Das fängt dann aber an bei diesen ganz, ganz kleinen Traktoren, die vielleicht im Weinbau eingesetzt werden, wo es auch ein gewisses Potenzial gibt, Energie zu rekuperieren, wenn man den Weinberg runterfährt. Aber alle, ich sag mal, Agri-Anwendungen, wo man wirklich hohe Leistung hat, viel Energie verbraucht beim Pflügen, bei anderen Applikationen im Agri-Bereich, da gibt es eigentlich diese, oder da ist es noch unrealistisch, auf Batterietechnik zu gehen. Kommen wir mal wieder auf die Baustelle zurück, unser eigentliches Thema heute. Wenn wir uns jetzt mal so eine Baustelle von so einem Neubau, Hausbau anschauen und da mal in die Zukunft schauen und nehmen wir mal an, wir haben jetzt auf dieser Baustelle viele von diesen Baumaschinen und Geräten elektrifiziert. Wie muss denn Baustelle in so einem Fall neu gedacht werden zu heute? Zum einen würde ich jetzt mal bei der Applikation oder bei den Fahrzeugen wieder anfangen. Dadurch, wenn die elektrifiziert sein sollten oder werden, Betonpumpe, Radlader, Bagger, dann sind die an sich ja schon viel effizienter
wenn man sich das ganze Fahrzeug anschaut. Das heißt, der Gesamtenergieverbrauch ist deutlich geringer. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch irgendwie mit Strom versorgen und nachladen können. Aber also zum einen, Fahrzeuge müssen effizienter gestaltet werden. Die Bedienung der Fahrzeuge muss effizienter sein. Heute laufen die Maschinen mit einem sehr hohen Prozentanteil einfach im Leerlauf. Jederzeit dienstbereit, Betriebsstundenzähler läuft weiter, die Kabine ist halt vorgewärmt, die Scheiben sind beschlagsfrei, der Motor ist warm, das Hydrauliköl ist warm. Das heißt, wir sehen in unseren Daten von unseren eingesetzten Dieselmotoren sehr, sehr häufig, dass die Leerlaufanteile über 50% betragen. Das heißt, dass theoretisch könnte die Maschine einfach ausgeschaltet sein, aber es wird aus verschiedensten Gründen, die ich gerade genannt habe, vielleicht auch aus Bequemlichkeit nicht abgeschaltet oder auch, weil es kein Start-Stopp-System zum Beispiel gibt. Dadurch, wenn jetzt dieses Fahrzeug elektrifiziert wird, habe ich das Problem nicht mehr. Das würde gar nicht mehr im Leerlauf laufen, idealerweise. Das heißt, der Energieverbrauch wird dadurch geringer sein, dadurch auch der Bedarf. Und da muss ich trotzdem natürlich die Fahrzeuge nachladen können. Dementsprechend muss irgendeine Art von Stromversorgung an der Baustelle vorhanden sein. Und wenn ich eben nicht an meinen Baustellen Strom mich anschließen kann, was heute, also in Neubaugebieten habe ich ja normalerweise diesen kleinen orangenen Verteiler und da schließe ich mich an, habe bis zu 22 kW, vielleicht sogar 43 kW Nachladeleistung, also einen Netzanschluss. Und das reicht eigentlich für die meisten Fahrzeuge, die für so einen Wohnungsbau halt genutzt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir da noch eine andere technische Lösung, zu der wir, glaube ich, später noch kommen. Wir reden ja nachher über den Powertree, Ihre Pufferbatterie, die Sie selber entwickeln, damit auch die Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte dort lokal schnell laden können. Die Frage eben war aber so ein bisschen auch tatsächlich darauf gerichtet, dass Baustellenbetreiber, wenn sie jetzt elektrifizieren, tatsächlich nicht nur die Fahrzeuge selber anschaffen müssen, sondern sie müssen sich Gedanken machen, naja, wie werden die denn gestaffelt, geladen? Wie müssen vielleicht auch die Mitarbeiter geschult werden? Wie geht das Ganze so vonstatten, dass die Prozesse optimiert bleiben, würde ich mal sagen, dass es innovativ sozusagen angewendet wird, aber ja, im Prinzip, also ich mache es mal kurz, ich stelle mir vor, dass eigentlich das ganze Konzept Baustelle neu gedacht werden muss, obwohl man letzten Endes nur die Fahrzeuge elektrifiziert, da hängt so viel dran, oder? Also das wäre, glaube ich, in der idealen Welt sicherlich der Fall, allerdings verändern wir ja schon die Maschinen. Wenn wir dann auch den ganzen Kosmos mit verändern würden, dann wäre das vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich denke, das wird schrittweise, wird sich dahin entwickeln. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass die neuen Fahrzeuge dann mit deutlich leistungsfähiger Telemetrie ausgestattet sind, sodass die Einsatzplanung besser gestaltet werden kann, dass ich wirklich die Auslastung sehe, Optimierungsschleifen fahren kann. Da bieten wir dann auch dementsprechend Lösungen an, dass ich von zu Hause oder als Baustellenbetreiber im Prinzip alle meine Maschinen einsehen kann, wie die ausgelastet sind, wo habe ich vielleicht eine Fehlermeldung, wo habe ich eine Warnmeldung, um da auch die Downtime auf jeden Fall zu reduzieren. Und die andere Frage, wie muss ich meine Bediener schulen? Also ganz klar, es werden elektrisch sichere Systeme eingebaut. Das heißt, für den Bediener ändert sich eigentlich nichts, außer dass er jetzt nicht mehr die Motorhaube aufmacht und da selber irgendwie vielleicht was ändern oder wechseln können möchte oder darf. Aber die werden halt einmal eingewiesen. Dann gibt es eine E1-Schulung oder wie auch immer man sie nennen möchte. Also im Prinzip einmal alles, was orange ist und Hochvolt irgendwie sein könnte, am besten nicht anfassen. Und dann passt es aber. Das heißt, für den Baustellenbediener ändert sich da nicht so viel, außer dass er halt nicht mehr den Dieseltanker bestellen muss, der dann meine Fahrzeuge nachtankt auf der Baustelle, sondern ich muss mich halt irgendwie um die Stromversorgung kümmern. Vielleicht auch nochmal bezüglich Prozess. Also es ist halt so, die Maschinen, die wir heute ausrüsten, die können sehr gut einen halben Tag betrieben werden. Bei manchen Maschinen ist es auch einen ganzen Tag möglich. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auch wirklich sehr, sehr hohe Stillstandszeiten auf den Baustellen üblicherweise haben. Und dementsprechend ist es auch nicht unbedingt erforderlich, irgendwie den Bauprozess oder den Prozessablauf anzupassen, sondern die Maschinen können ganz normal verwendet werden, wie heute auch. Sie müssen dann halt je nachdem mal in der Mittagspause nachgeladen werden. Aber an sich sind jetzt die prozessualen Hürden eher gering.
Herr Pelger, gucken wir uns mal direkt die Antriebsbatterien an, die in solchen Baumaschinen dann zum Tragen kommen. Sie haben es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Was für besondere Anforderungen stellt denn so eine Baumaschine dann an die Antriebsbatterie? Welche Schwierigkeiten gibt es da vielleicht auch? Ist eine sehr interessante Frage. Da gibt es schon einige Unterscheidungen, die sich aber jetzt vor allem auf das Batteriepack beziehen. Also die größte Unterscheidung oder das größte Unterscheidungsmerkmal ist wahrscheinlich erstmal die Form. Wenn wir jetzt im Prinzip vom Automobilbereich kommen und sehen, da hat man im Prinzip große flächige Packs, die dort verbaut werden. Das ist bei unseren Batterien anders. Also wir haben Fahrzeuge, deren Rahmenstruktur ist vorgegeben durch die Aufgabe der Fahrzeuge. Also Telehändler hat einen ganz anderen Rahmen als ein Bagger. Und dort passen diese flächigen Batterien einfach nicht rein. Es ist auch so, wir können die nicht unter das Fahrzeug bauen. Wir brauchen im Off-Highway-Bereich diese Bodenfreiheit. Und dementsprechend haben wir Batteriepacks, die sind eher würfelförmig. Und das ist dann auf jeden Fall auch nochmal eine ganz andere Anforderung an das Package. Es ist heute aber auch so, dass die meisten Baumaschinenhersteller keine Fahrzeuge bauen, die exklusiv elektrisch sind. Also sie haben meistens Fahrzeugkonzepte, die müssen mit einem Verbrenner funktionieren, die müssen mit einer Batterie funktionieren. Und dementsprechend haben wir uns auch darauf geeinigt, ein Batteriepack zu designen, was halt gut in so ein Motorcompartment von früher reinpasst, sodass die Baumaschinenhersteller dann entsprechend elektrische und verbrennungsmotorische Varianten ihrer Maschinen anbieten können. Wir sind im Off-Highway-Bereich, wir haben halt sehr hohe mechanische Anforderungen, also höchste Schock- und Vibrationslasten müssen unsere Packs aushalten, auch Schlagfestigkeit muss gegeben sein. Weil wir meistens Fahrzeuge haben ohne Fahrwerke, also die Schläge, die Vibrationen gehen halt direkt durch und treffen dann sozusagen auch die Batterie. IP-Schutzklasse, also Wasserdichtigkeit, auch Wartfähigkeit, dass man mal wirklich auch ein bisschen durch Wasser fahren kann. Was auch sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Reparatur. Also wir bieten eine Batterie an, die man dann auch wirklich servicen kann. Deshalb gehen wir auch auf ein Konzept, wo wir noch Standardmodule einbauen und noch kein Cell-to-Pack machen, um einfach halt eben diese Reparaturfähigkeit zu gewährleisten und vor allem auch unseren Kunden anzubieten, dass sie dann mit ihren Fahrzeugen schnell wieder im Einsatz sind. Weil wir reden da von Prozessen, von Applikationen, wo halt der Endkunde irgendwie Geld verdienen will. Und da muss er natürlich auch die Garantie haben, dass er schnell wieder einsatzfähig ist, wenn es da mal ein Problem gibt. Und dann noch eine Anforderung, die auch sehr wichtig ist, wir haben halt auch einen sehr hohen Temperaturbereich, den wir abdecken wollen. Also unsere Produkte müssen bei minus 40 Grad funktionieren, aber auch bei plus 60 Grad. Und das sind halt, sehr, sehr heftige Anforderungen, die wir da umsetzen müssen. Und das ist vielleicht auch mal so ein Unterscheidungsmerkmal. Das hört sich ja wahrscheinlich eher nach NMC an statt LFP. Aber nochmal zur Nutzungsdauer der Baumaschinen. Sie haben gerade so im Nebensatz gesagt, dass es da viel Standzeiten gibt. Das wundert mich ehrlich gesagt total, weil wir im Bereich E-LKW eigentlich gehört haben, da zielt im Transport, in der Spedition wirklich jede Minute mehr oder weniger. Ist das nicht bei Baumaschinen ähnlich? Also da frage ich mich, einmal pro Tag laden, gilt das tatsächlich grundsätzlich für alle Maschinen? Das würde mich sehr, sehr wundern. Vielleicht differenzieren Sie da auch nochmal die Nutzungsdauer der unterschiedlichen Baumaschinen. Wie sieht es da aus? Ja, das ist natürlich extrem unterschiedlich. Also wenn Sie natürlich jetzt Umschlagarbeiten machen, dann ist die Maschine dauerhaft im Einsatz mit einer hohen Leistung und da ist es dann auch schwierig zu elektrifizieren. Also wir gucken uns aktuell eher die Applikationen an, wo wir dann halt eben nicht diese ganz hohen Auslastungen haben. Oder wenn wir die hohen Auslastungen haben, dann muss halt klar sein, dass man halt, den Raum hat in dem Fahrzeug, um entsprechende Batteriekapazitäten zu installieren, die dann halt eine lange Nutzung zulassen. Oder aber es muss halt eben eine Infrastruktur vor Ort sein, dass man die Maschinen halt prozessverträglich nachladen kann. Also das sind schon die notwendigen Bedingungen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es etwas schwieriger ist, im Off-Highway-Bereich jetzt einfach, diesen elektrischen Weg zu gehen. Wir sehen aber, dass man den gehen kann bei ganz vielen Dingen und da sind wir auch sehr engagiert dran. Also das ist genau die Diskussion, die wir auch ganz häufig dann mit unseren Kunden und potenziellen Kunden führen. Die sagen, ja, das Fahrzeug muss 8 Stunden am Tag einsetzbar sein. Dann sind das vielleicht sogar Kunden, die heute auch schon ein deutsches Produkt eingebaut haben. Dann können wir ganz genau nachvollziehen, wie hoch die Fahrzeuge wirklich ausgelastet sind. Und im häufigen Fall kommt dann wirklich raus, es ist halt eben kein LKW, der von A nach B durch
quer durch Deutschland halt irgendwelche Güter transportiert, sondern das ist dann halt in seinem Ökosystem, Baustelle, Flughafen, wo er eingesetzt wird. Und da ist es gar nicht möglich, mit einem Fahrzeug konstant zu arbeiten. Natürlich gibt es ganz viele Fälle, aber jetzt sagen wir mal die Betonpumpe, die arbeitet ja nur, wenn von hinten der Zementmischer ranfährt, dann entleert die in 8 Minuten und pumpt den Beton dann in den 5. Stock oder 150 Meter in die Richtung, wo der LKW nicht hinkommt oder. Das heißt, 8 Minuten Arbeitszeit und dann ist erstmal wieder Pause, bis der nächste Zementmischer kommt. Und dazwischen ist unter Umständen sehr viel Zeit, also je nachdem und wie groß die Baustelle natürlich ist. Also wahrscheinlich im Mittel sind es keine 10 Zementmischer am Tag. Und dann ein anderes schönes Beispiel ist der Flughafen, so ein Gepäckschlepper, der dann unser Gepäck zum Flugzeug transportiert. Der fährt halt zum Flugzeug und Sie wissen es ja selber ganz genauso, wie lange es dauert, bis das Gepäck ein- oder ausgeladen ist aus dem Flugzeug. Und währenddessen steht halt dieser Flugfeldschlepper. Und daran erkennt man dann ganz schön, dass die Auslastung wirklich dann doch über die Zeit, über den Arbeitstag verteilt, sehr gering ist. Man möchte es gar nicht so meinen, aber eigentlich jeder, der auf der Autobahn mal an der Autobahnbaustelle vorbeifährt, kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass da nicht konstant gearbeitet wird. Aber ich möchte hier niemanden irgendwie was unterstellen. Herr Pelger, die Baumaschinen werden auch grundsätzlich länger genutzt meist als Pkw. Ist das dann so, dass wir da in Zukunft wahrscheinlich auch Antriebsbatterien oder Zellchemien sehen werden, die speziell eine hohe Zyklenfestigkeit haben? Oder ist es eher so, was Sie vorhin schon erwähnt haben, dass man eher auch so baut, dass man die Batterien auch leicht austauschen kann? Also aktuell ist es wirklich so, dass die größte Herausforderung ist, überhaupt die notwendigen Kapazitäten in die Fahrzeuge reinzukriegen. Wir haben halt, ich sag mal, recht lang dauernde Arbeitszyklen mit einem entsprechend hohen Energiebedarf. Deswegen setzen wir aktuell auf NMC, also höhere Energiedichte, weniger Zyklenfestigkeit. Es ist aber so, dass die mittlere Auslastung der Maschinen dann doch relativ gering ist, so dass sie dann halt eben über die schwache Auslastung zu sehr guten Lebensdauern kommen. Das Thema LFP, ne, deutlich bessere Lebensdauer oder höhere Zyklenfestigkeit, haben wir auch auf dem Schirm. Und für ausgewählte Applikationen ist das auch ein gangbarer Weg. Das werden wir jetzt aber im Prinzip in der Erweiterung unseres Batteriebaukastens behandeln und fokussieren uns jetzt eher wirklich auf die höher energetischen Zellchemien und vor allem NMC auch nochmal wegen der besseren, wegen der besseren Temperatureigenschaften, also niedrige Temperaturen, kann man damit auch etwas besser handeln. Wir haben ja jüngst im Podcast mit dem Varta CTO gesprochen, die stellen gerade eine Zelle her, die V4Drive-Zelle, die tatsächlich sehr hohe Leistungen bereitstellt. Sind das jetzt auch ganz spezielle Zellen, die Sie da in diesen Baumaschinen verbauen, die eben eine sehr hohe Leistung haben, die sich vielleicht nicht unbedingt auf die Energiedichte so spezialisieren, sondern eben auf die Leistung? Oder sind das eigentlich ganz normale NMC-Zellen? Es ist vor allem die Energiedichte eher im Fokus. Die hohen Leistungen kriegen wir dadurch hin, dass wir halt eben genügend Batteriekapazität integrieren und dementsprechend auch im Mittel zu geringen Auslastungen kommen. Wir haben eine Zelle ausgewählt, die insgesamt sehr, sehr robust ist, also auch mechanisch sehr robust und die für eine NMC-Zelle auch eine recht gute Zyklenfestigkeit hat. Das heißt, hier ist Robustheit, Zyklenfestigkeit und Energiedichte vor allem die Zielkriterien gewesen. Herr Adermann, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Baumaschinen deutlich längere Lebensdauer oder Nutzungszyklen haben. Jetzt hat Volvo angekündigt, dass sie bestehende Dieselradlader auf E-Technik umrüsten wollen. Ist das so ein Trend, der in Zukunft häufiger passieren wird, dass man umrüstet, weil diese Baumaschinen eben so lange leben? Wir sehen das, würde ich sagen, genauso. Das ist auf jeden Fall in der Übergangszeit, sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren, so kommen wird, dass die Bestandsfahrzeuge, die eine deutlich längere Lebensdauer haben als das verbaute Antriebssystem, als der Dieselmotor, die werden irgendwann überholt. Die werden einmal entweder wieder Dieselmotor überarbeitet oder bekommt einen neuen Dieselmotor eingebaut, dann bekommt er ein neues Lenkrad, neue Armaturen, neuen Sitz, also Generalüberholung. Und da ist jetzt wirklich die Überlegung in vielen Einsatzszenarien, warum dann nicht einfach direkt ein elektrisches Antriebssystem einbauen und dadurch dann meine Einsatzzeit des Fahrzeugs nochmal um 8 Jahre verlängern und das dann aber CO2-neutral, speziell dann in Arbeitsumgebungen, wo wirklich der Druck auch schon da ist, CO2-neutral zu agieren, wie zum Beispiel Flughäfen.
Und wenn das dann auch kombiniert wird mit einem Fahrzeug, das in hoher Stückzahl im Feld ist, ist es natürlich super interessant, sich über dieses Repowering oder Retrofit, nennen wir es bei uns, dann Gedanken zu machen. Und ich denke, da wird es in Zukunft von uns sicherlich das ein oder andere zu hören geben. Speziell mit Fahrzeugflotten, die dann irgendwie in höheren Stückzahlen verfügbar sind, wo dann der Entwicklungsaufwand nur einmal getätigt werden muss und dann im Prinzip in Serie dieses Overhaul, dieses Retrofit durchgeführt werden kann. Da wird es natürlich dann richtig interessant und auch sinnvoll. Ja, dann sprechen wir doch mal kurz über die Kapazitäten von Baumaschinen grundsätzlich. Herr Pelger, Sie haben eben gerade schon mal so angedeutet, in welchem Bereich das so liegen kann. Jetzt vielleicht zur Orientierung, so ein E-Auto, wenn es dann größer dimensioniert ist, hat mal ungefähr 100 Kilowattstunden. Wir haben hier über Landwirtschaft gesprochen. Ein Mähdrescher, wenn er denn elektrifiziert würde, hätte irgendwie 18 Kubikmeter Batterien, wenn er die gleiche Leistung und Einsatzdauer hätte wie ein dieselbetriebener Mähdrescher. Ganz grundsätzlich, was ist so das höchste, die höchsten Kapazitäten, die so in Baumaschinen schon vorkommen, rein von der Batteriekapazität her? Ja, also mein E-Auto hat leider nur 60 Kilowattstunden, da muss ich vielleicht nochmal etwas upgraden, aber grundsätzlich ist es halt eben sehr, sehr variabel. Also deswegen haben wir auch gesagt, wir machen einen Batteriebaukasten, wo wir halt eben durch immer gleiche, ich sag mal, Gehäuseelemente, die Kupferschienen innen drin und auch in dem Elektronikbereich halt unterschiedlich große Kapazitäten herstellen können und das auch zu unterschiedlichen Spannungslagen. Also sowohl 48 Volt als auch 400 Volt oder 800 Volt ist mit unserem Baukasten möglich. Und wir haben bei den Kleinstmaschinen haben wir halt meistens so Kapazitäten von 15 bis 20 Kilowattstunden installiert. Das sind diese kleinen Bagger, die kennen wir alle mit diesen beiden Hebeln, wo man dann Gartenbauarbeiten machen kann. Bei den mittelgroßen Maschinen pendelt sich das irgendwo, je nachdem wie die Auslastung und der Maschinentyp ist, zwischen 40 und 120 Kilowattstunden ein. Wir sehen aber auch ganz große Applikationen, also riesige Bagger oder wirklich sehr energiehungrige Fahrzeuge, die auch unter Umständen auf dem Flughafen fahren Richtung 500 Kilowattstunden, aber da ist dann auch irgendwann Schluss. Und das ist auch so, also wir fühlen uns auch aktuell eher wohl mit diesem Bereich bis 120 oder vielleicht 200 Kilowattstunden und da rüsten wir auch die Fahrzeuge aktuell aus. Herr Herdermann, wir haben eben die ganze Zeit eigentlich über die Herausforderungen des batterieelektrischen Antriebs bei Baumaschinen gesprochen. Was sind denn aber Vorteile? Also uns fiel natürlich spontan einmal weniger Lärmschutz ein, den man dann benötigt. Aber was gibt es sonst noch für Vorteile? Ja, weniger Lärmschutz ist natürlich ein guter Punkt. Also Emissionsreduzierung für Lärm als natürlich auch für CO2-Ausstoß. Ich denke mal, darüber müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das eigentlich der Hauptgrund ist und der Hauptvorteil. Aber wie schon mal kurz erwähnt, das Gesamtfahrzeug wird halt effizienter, weil heute habe ich in diesem Motor, an dem ist ein Pumpenstack angeflanscht, dann ist eine Pumpe für die Fahraufgabe, eine Pumpe für die Arbeitsaufgabe und dann vielleicht noch eine, die dann irgendwie die Supply-Elemente mit Druck versorgt, wie Lenken und Bremsen. Das heißt, ich muss in diesem Motor immer laufen haben, obwohl ich vielleicht gerade nur Druck für die Bremse brauche oder so. Mit einem elektrischen Antriebssystem kann ich das ja bedarfsgerecht ein bisschen auseinanderziehen und dementsprechend einen Motor für die Fahraufgabe, einen Motor für die Arbeitsaufgabe und dann vielleicht noch einen kleinen Power-Take-Off oder so einen kleineren Motor oder eine Antriebseinheit nutzen, die dann die Funktionen Lenken und Bremsen allein versorgt. Das heißt, insgesamt werde ich viel effizienter, ich werde leiser, auch wenn man natürlich sagen muss, dass bei Baumaschinen vor allem die Hydrauliksysteme, die verbaut sind, die meisten Geräusche erzeugen. Oder wir haben auch ein Fahrzeug mit Ketten elektrifiziert. Wenn das fährt, die Ketten, das ist so laut, das macht halt jetzt dann keinen großen Unterschied, ob jetzt ein Dieselmotor oder ein elektrisches Antriebssystem verbaut ist. Aber natürlich bringt das Vorteile. Ja. Aber zusammengefasst, ich werde bedarfsgerechter, spare Energie und dadurch halt im Endeffekt Betriebskosten. Und das ist dann der große Punkt. Ich muss deutlich weniger Kosten aufwenden, um da meine Arbeit zu verrichten und habe dann so ein paar Vorteile wie weniger Geräusch, wobei das natürlich auch immer von der Applikation abhängig ist. Zum Beispiel in Köln hat die Stadt umgestellt auf E-Laubgebläse anstatt von so Zweitakt oder so kleinen Motorbetriebenen. Da muss ich sagen, das ist jetzt nicht weniger nervig, wenn man da so ein hochfrequentes Geräusch am Morgen dann hört.
Aber grundsätzlich haben wir von der Anwenderseite ein sehr, sehr positives Feedback zu den elektrischen Maschinen. Also auch gerade, wenn die Maschinen gerade nicht in Nutzung sind und dieser Lärm vom Verbrenner fällt weg, wenn sie einfach irgendwo rumstehen. Das wird als sehr, sehr positiv wahrgenommen und vor allem halt eben auch der Performance-Zugewinn. Weil wir haben, wenn wir einen verbrennungsmotorischen Antrieb betrachten, dann in Kombination mit dem hydraulischen Fahrantrieb zum Beispiel, haben wir halt einfach nicht diese Dynamik, die der E-Motor bringt. Und die Anwender sind wirklich immer sehr, sehr begeistert, wenn sie zum ersten Mal eine elektrische Maschine gefahren sind. Ja, vorhin schon kurz angekündigt, der Powertree, den Sie herstellen, das ist so ein Batteriecontainer. Wir werden da gleich eintauchen, worum es da eigentlich genau geht. Ja, beschreiben Sie das doch mal. Wozu ist dieser Powertree gedacht und welche Anforderungen stellt auch so ein Baustellenbetreiber an das Laden seiner Geräte? Also der Powertree, die Idee dahinter ist, dass wir eine große Powerbank für die Baustelle oder auch für alle möglichen anderen Einsatzszenarien entwickelt haben, um aus der Anschlussleistung, dem Netzanschluss von 22 kW, einen Schnellladeanschluss zu generieren. Also dann bis zu 150 kW schnellladen zu können, obwohl ich eigentlich gar keine Schnellladesäule auf der Baustelle dann zur Verfügung habe. Und das ist dann ein großer Container oder ein 10-Fuß-Container. Auf der einen Seite stecke ich halt meinen Baustellenstrom an und auf der anderen Seite habe ich den Standard CCS Typ 2 Stecker, den man halt auch von Elektroautos kennt und kann damit mein Bagger, mein Radlader oder auch mein Tesla Model Y 3, was auch immer, nachladen und das dann mit 150 kW ohne einen Schnelllader aufstellen zu müssen, ohne mit dem Eicharm treten zu müssen, ohne Invest tätigen zu müssen, um diesen dann wirklich dann einzubauen und aufzustellen. Sondern es ist einfach ein Container, den lade ich ab vom LKW, stellen hin, fahren hoch und nach 7 Minuten kann ich dann mein Fahrzeug nachladen und das dann mit einer sehr hohen Ladegeschwindigkeit. Ja. Kleiner Spoiler an der Stelle, wir haben im Vorgespräch zu diesem Podcast hier tatsächlich mal mit einem Baumaschinenring gesprochen und uns so eine zweite Meinung eingeholt, wie denn diese ja, mobilen Schnellladesäulen jetzt nicht von Ihrer Firma, sondern von Atlas Copco in dem Fall oder anderen Herstellern, Sie sind ja nicht der einzige Hersteller von solchen Schnellladestationen, die haben wir mal gefragt, was die davon halten und da werde ich so in den nächsten 5 Minuten mal so die ein oder andere Frage stellen. Die erste wäre tatsächlich zum Transport dieser Großbatterien. Da gibt es offenbar eine Richtlinie, die ADR-Gefahrenguttransporte. Insofern muss jeder Fahrer, der diese Batterie irgendwie transportiert, erstmal eine Schulung machen und dann auf Sicherheit sozusagen geschult werden. Da war tatsächlich dieser Baumaschinenring ein bisschen erstaunt, dass das nicht irgendwie größer kommuniziert wird, so in der Branche. Ist das richtig? Diese Gefahrengutschulung muss man dann tatsächlich machen, oder? Ja, das ist korrekt. Also wenn Sie halt eine gewisse Batteriekapazität installieren in so einem Produkt und das dann transportieren wollen, gilt das halt als Gefahrgut. Das ist jetzt für uns kein größeres Problem gewesen. Es gibt entsprechende Speditionen, die das transportieren können. Und ja, da müssen halt eben entsprechende Schulungen dann gemacht werden. Das lässt sich nicht vermeiden. Nichtsdestotrotz bieten wir halt mit so einem, ich sag mal, portablen Produkt halt die Möglichkeit, halt eben an, auch an den Stellen elektrische Fahrzeuge einzusetzen, wo wir halt heute noch nicht die Infrastruktur haben. Und ich glaube, das wiegt halt diesen Nachteil mehr als auf. Absolut, hört sich ja auch sehr, sehr gut an. Ich meine, diese Baumaschinen, die müssen ja irgendwie geladen werden. Trotzdem, nehmen Sie uns da nochmal mit. Also jetzt bin ich meinetwegen wirklich mal so ein Baumaschinenring oder meinetwegen ein Mietpark von diesen Baumaschinen und der Baustellenbetreiber, der kommt zu mir und will sich dann so einen Kasten dorthin stellen. Wie plant man das eigentlich? Ist es nicht ständig so ein Kompromiss zwischen wie viele Fahrzeuge setze ich ein, wie groß dimensioniert muss dieser Batteriespeicher eigentlich sein und vor allem, welche Anschlussleistung habe ich denn da vor Ort? Das muss ja am Ende doch alles zusammenpassen, oder? Ja, genau. Und diese Anforderungen, die kommen eigentlich immer an dem Punkt installierte Batteriekapazität zusammen. Also wenn Sie sehr wenig Anschlussleistung haben, müssten Sie halt etwas mehr Batteriekapazität installieren, um das dann entsprechend vorzuhalten für den Schnellladevorgang. Natürlich muss der Betreiber wissen, wie oft er lädt und welche Energiemengen er nachladen muss, um das halt so grob zu beplanen. Wir bieten mit dem Powertree ein Produkt an, wo wir halt eben in der Batteriekapazität skalieren können. Das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Wir sehen aber als Anwendungsgebiet für den Powertree auch nicht nur die Baustelle. Also überall dort, wo wir jetzt, keine ausreichende Netzinfrastruktur haben,
ist das eine ganz gute Lösung, um halt eben diese Schnelllade-Funktionalität anzubieten. Und das kann dann auch mal irgendwie ein Supermarkt sein oder ein Betrieb, wo möglicherweise eine Infrastruktur gemietet worden ist und man will jetzt dort keine Ladesäule fest installieren, sondern irgendwas Portables haben, was man wieder mitnehmen kann. Und so gibt es halt, ich sag mal, sehr viele Anwendungen, wo der Einsatz denkbar ist und wo wir uns dann halt eben auch mit den Produkteigenschaften drauf vorbereiten und entsprechende Varianten anbieten. Also insgesamt wäre es natürlich ideal, wenn die mittlere Auslastung der eingesetzten Geräte des Netzanschlusses halt irgendwie entsprechen über die Zeit, ne? Und dann mit eingerechnet des Batteriepuffers. Also jetzt, wenn ich die 22 kW an der Baustelle als Netzanschluss anliegen habe, ich habe zwei Bagger, die jeweils eine Auslastung von 20 kW haben oder sagen wir mal von 40 kW, die arbeiten aber ja nicht 24 Stunden, sondern nur 8 Stunden, dann kann man aufgrund des eingebauten Batteriespeichers das ja dann ganz gut, wie so ein Badewanneneffekt im Prinzip, es läuft immer ein bisschen was nach, dann ja ganz gut ausgleichen. Aber ja, das muss man sich konkret anschauen. Hilfreich ist natürlich immer, dass häufig überschätzt wird, wie viel Energie ich eigentlich wirklich benötige. Kommen wir vielleicht erstmal zu den einfachen Fragen. Wie viel kostet denn dieser Powertree generell und wie viel Kapazität hat der denn? Die jetzige Version hat 126 Kilowattstunden Batteriekapazität verbaut. Und wir gehen je nach Ausstattung so um die 200.000 bis 250.000 Euro damit in den Ring. Das ist noch sehr viel Geld und das ist uns sehr bewusst. Ist natürlich auch sehr viel teure Technik verbaut, da kommt der Christian gleich sicherlich noch zu. Und wir arbeiten gerade an der nächsten Generation, um genau diesen Kostenpunkt halt natürlich zu optimieren, dass das wirklich ein maßgeschneiderteres Produkt ist und zudem auch andere Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten, weil das ist ja gar nicht im Interesse des Baurings oder von einem wem auch immer, einen großen Maschinenbetreiber, dieses Powertree, also diese Ladeinfrastruktur dann zu kaufen, sondern vielleicht möchte ich es leasen oder ich möchte pro genutzte Kilowattstunde zahlen. Und genau das ist so ein Go-to-Market-Konzept, was wir dann auch mit anbieten werden, um das ganze Thema elektrische Baustelle halt auch zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und dann kann ich im Prinzip vielleicht sogar mit einer geleasten Batterie das als Kraftstoffkosten abstempeln und dadurch dann ein bisschen geschickter bilanzieren. Ja, Herr Pelger, dann gucken wir doch mal direkt rein in diesen Batteriecontainer. Was enthält er denn für Komponenten alle? Erstmal haben wir ein Housing. Das ist muss natürlich für den Baustelleneinsatz schon gewisse Anforderungen mitbringen. Das muss sehr robust sein. Wir haben viele elektronische Komponenten, um halt eben die dreiphasige Netzspannung halt auf den DC-Zwischenkreis zu transformieren. Wir haben die Batterien drin. Wir haben im Prinzip eine komplette Ladesäule integriert mit den ganzen Funktionalitäten zur Abrechnung, zur Ladekommunikation. Es gibt ein Thermosystem, um den Container zu klimatisieren, entsprechend die Bauteile zu kühlen. Und da ist eine ganze Menge drin. Wir verstehen den Powertree auch eher als Anlage, die wir dann auch nach Kundenwünschen halt nochmal mit gewissen Sonderausstattungen versehen können. Machen wir doch mal einfach ein Beispiel auf. Ich stelle mir vor, dieser Powertree steht jetzt speziell an diesem Baustellen, wo vielleicht kein Drehstromzugang oder zumindest kein guter Netzanschluss da ist, ich aber trotzdem meine Baumaschinen irgendwie schnell aufladen möchte. Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, mit 126 Kilowattstunden. Vorhin haben Sie die Kapazitäten von so einer Baumaschine mal genannt. Das ist doch eigentlich relativ klein dimensioniert, oder? Also wenn ich da jetzt meinetwegen 5 Fahrzeuge habe, dass die alle schnell laden, das wäre dann ja schon schwierig in dem Fall. Deswegen frage ich mich immer wieder, wie kann man das denn sozusagen optimal projektieren? Auch mit dem Hintergrund, dass natürlich unterschiedlich viele Baumaschinen pro Tag dann da eingesetzt werden. Und dieser Container wird einmal am Anfang hingestellt und soll dann wahrscheinlich ein paar Tage so da stehen, oder? Vielleicht malen Sie da mal so ein Best-Case-Szenario für uns auf. Ja, genau. Also die Kapazität, die der Thomas Adermann gerade genannt hat, das ist jetzt sozusagen unser Core-Produkt, was wir aktuell ausliefern. Wir werden das in Kürze erweitern, sodass wir bis zu 540 Kilowattstunden integrieren können. Das heißt, da gibt es dann auch eine gewisse Skalierungsfähigkeit. Also das Produkt ist noch nicht, in seinem finalen Stadium angekommen. Es ist grundsätzlich so, dass wir pro Powertree immer 2 Ladepunkte anbieten.
Und das heißt, wenn man dann jetzt irgendwann sehr viele Fahrzeuge hat, die man gleichzeitig laden will, dann muss man halt vielleicht auch überlegen, sich mehrere Powertrees hinzustellen, so wie man sich jetzt bei fest installierten Anlagen auch mehrere Ladesäulen hinstellt. Der Thomas hat schon erwähnt, man muss halt immer auf die mittlere Auslastung der Maschinen gucken und diese mittlere Auslastung, die muss man halt dann irgendwie auch abbilden auf Powertree-Seite, dass man dann halt eben entsprechend die Energie in der Batterie vorhält. Wir haben auch schon am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, dass wir jetzt vorwiegend eher kleinere Maschinen haben. Also das heißt, die Elektrifizierung, die kommt eher von unten und kannibalisiert erstmal den Verbrennungsmotor im unteren Leistungsbereich. Und da reichen diese, ich sag mal, im Bereich 120 Kilowattstunden durchaus aus für wenige Fahrzeuge. Wenn es dann zu den größeren Fahrzeugen geht, ja, dann genau, ist es ratsam, etwas mehr Kapazität zu installieren. Die größten, ich sag mal, elektrischen Fahrzeuge, die wir aktuell so bedienen, sind so Bagger im 200 Kilowattstunden-Bereich. Die haben dann mittlere Auslastung von so circa 40 kW. Also man kann dann 4-5 Stunden damit arbeiten. Je nachdem, wie der Tag dann aussieht. Und die kann man dann auch, ich sag mal, über die Mittagspause in so circa 45 Minuten dann auch wieder vollladen mit der aktuellen Ladeleistung von 150 kW. Das passt eigentlich ganz gut. Es ist sehr schwierig, darauf eine allgemeingültige Antwort zu geben. Es ist halt immer sehr stark davon abhängig, wie sieht der Maschinenpark aus, wie sieht das Anwendungsszenario aus. Und darauf können wir dann aber entsprechend den Powertree anpassen. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen von einem mittleren Bagger, 200 Kilowattstunden, und wir nehmen jetzt Ihre Ladeleistung, Sie haben es gesagt, 150 kW. Wie lange brauchen wir denn da? Rechnen Sie uns doch mal kurz vor für eine Ladeleistung, für eine Aufladung von 20% auf 80%. Ja, das hängt natürlich auch immer von der Ladekurve des Fahrzeugs ab. Ne, also wenn wir die 150 kW anbieten, dann wird das Fahrzeug bei 78% SOC wahrscheinlich nicht mehr mit 150 kW laden. Also unsere Erfahrung ist, dass wir da so circa 45 Minuten bis eine Stunde laden müssten, um dann diesen Ladungshub zu machen mit dem aktuellen Produkt. Wir arbeiten aktuell aber nicht nur an einer Kapazitätserweiterung, sondern auch an einer Ladeleistungserweiterung. Und wir werden im Laufe des nächsten Jahres auch ein Upgrade rausbringen, wo wir bis zu 250 kW laden können. Jetzt frage ich mich, Powertrees sind doch alle standardisiert. Welche Zellchemie kommt denn da jetzt drin vor? Sie haben vorhin gesagt, die Baumaschinen generell funktionieren bei Ihnen mit NMC. Ich vermute fast, jetzt ist es eine andere Zellchemie, oder? Ja, die Vermutung ist leider nicht richtig. Es ist halt so, wir gucken uns dieses ganze Thema Batterie, Powertree zusammen an und gesamtheitlich. Und unser Ziel auch in der langfristigen Perspektive ist es, für unsere Batteriemodule, die wir in den Fahrzeugen haben, auch ein Second Life anzubieten. Also das heißt wirklich so ein Kreislauf. Und bevor man jetzt dann irgendwie am Ende des Batterielebens im Fahrzeug dann direkt an Recycling denkt, wollen wir diese Batteriemodule im Powertree wiederverwenden. Und deswegen gehen wir aktuell dort auch auf NMC. Wir sind aber, wie schon auch am Anfang gesagt, sehr intensiv dran, auch eine LFP-Variante auf den Markt zu bringen. Und dann werden wir auch im Powertree entsprechend auch LFP verwenden, ja. Ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil Sie vorhin gesagt haben, die Temperatur spielt durchaus eine Rolle. NMC performt, glaube ich, ein bisschen besser in diesem Niedrigtemperaturbereich. Würde das denn eine Herausforderung sein, wenn man jetzt in diese stationären Schnelllader dann irgendwie LFP einsetzt? Würde das irgendwie an der Performance was ändern? Nicht unbedingt. Also darüber haben wir auch schon die Konzeptdiskussion geführt. Also bei einer Einführung von einer LFP-Variante hätten wir auf jeden Fall auch würden wir Heizmatten installieren. Das bedeutet dann aber auch, wenn der Powertree jetzt längere Zeit irgendwo ungenutzt rumsteht, dann muss er natürlich erstmal einen gewissen Aufheizvorgang machen. Das ist bei NMC nicht ganz so kritisch in den niedrigen Temperaturen und ist dann auch nochmal ein funktionaler Vorteil, das ist korrekt. Beim Powertree ist natürlich auch das Thema, dass die Auslastung relativ gering ist. Also klar, 250 kW Entladerate ist eine Menge, aber dann sind ja auch mindestens 250 Kilowattstunden verbaut. Und Entladen ist ja meist nicht das Riesenthema, sondern eher Laden. Und Laden tue ich eigentlich nur über Netzanschluss. Ich rekuperiere ja nicht. Ich lade nicht schnell den Powertree an sich nach, weil das kann vielleicht auch irgendwann mal eine Option sein. Aber über den Netzanschluss von 22 oder 43 kW, das sind ja Laderaten, die sind ja in sehr, sehr, sehr geringen C-Ratenbereich.
Ja, Herr Pelger, uns interessiert natürlich auch brennend, woher Sie Ihre Zellen beziehen. Dürfen Sie darüber reden? Leider nein. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir von einem der 10 großen Zellhersteller, die es auf der Welt gibt, die Zellen beziehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Player. Wir kaufen die auch direkt in China ein, haben direkt einen Vertrag mit dem Zelllieferanten und sind da sehr solide aufgestellt. Herr Pelger, jetzt habe ich gehört, Sie bei Deutz, Sie beziehen tatsächlich nur die Zellen selber und alles andere machen Sie selbst. Können Sie das nochmal ausführen? Ja, das ist ziemlich richtig. Also wir haben dann ganz starken Fokus darauf, wirklich selbst dieses Know-how aufzubauen, dieses neue Produkt zu machen, genau wie bei Verbrenner, wo wir natürlich auch, ich sag mal, bis zur letzten Schraube das ganze Design selber machen. Und so machen wir es auch bei der Batterie. Also wir haben wirklich ein komplettes IP auf das Gehäuse, das ist eine komplette Eigenentwicklung, aber auch die Batterieelektronik entwickeln wir selbst. Dafür haben wir vor ein paar Jahren das Startup Futavis aus Aachen gekauft, das wirklich in unserem Projektteam integriert ist und uns das ganze Elektronikdesign macht und auch die Software und das Ganze auch noch funktional sicher nach der ISO 26262. Also da sind wir wirklich sehr, sehr solide aufgestellt und ich finde auch sehr nachhaltig. Also wir als Deutz, wir planen wirklich auch in den Batteriegeschäften relevanter Player zu werden, also im Off-Highway-Bereich. Und gehen das Thema schon mit einer sehr, sehr hohen Tiefe an. Jetzt interessieren mich natürlich bei diesen hohen Leistungen, die da nötig sind, auch gerade die Kühlung. Wenn Sie das selber gemacht haben, welches Geheimnis steckt dahinter? Ja, das Thema Kühlung ist tatsächlich eines der herausforderndsten Themen bei so einem Batteriepack. Also wir haben ein Pack, wo die Kühlfunktionalität unmittelbar im Gehäuse integriert ist. Also das sind stranggepresste Gehäuse aus Aluminium, wo halt eben so ein doppelter Boden drin ist, wo wir eine Wasserkühlung machen können. Und da kommen uns natürlich auch die Fähigkeiten hier vom Deutz-Konzern zugute, denn die Verbrennungsmotoren haben ja auch unheimlich komplexe Kühlsysteme, wo wir CFD-Simulationen machen. Und genau diese Kompetenz konnten wir dann auch verwenden bei unseren Batteriepacks, um die halt wirklich zu optimieren und halt eben zu schauen, dass das Temperaturdelta zwischen der wärmsten und der kältesten Zelle nicht, ich sag mal, zu groß wird, um eine gleichmäßige Alterung dann im Betrieb hinzukriegen. Also da sind wir schon sehr gut unterwegs. Sind denn diese Power Trees jetzt irgendwie schon im Einsatz? Und da interessiert uns natürlich ganz, ganz stark, was denn die Anwender, die Käufer oder Mieter, ich weiß nicht, wie Sie das da handhaben, Ihnen zurückmelden. Sie haben jetzt mitgekriegt, in den letzten 5 Minuten habe ich die ein oder andere Frage gestellt, die direkt schon von jemandem kommt, der tatsächlich so einen ähnlichen Batteriespeicher schon auf einer Baustelle einsetzt. Was melden die ersten Kunden zurück? Wir haben die Kombination Powertree und einen Bagger mit ausreichenden Energiekapazität, über 100 Kilowattstunden nutzbar auf jeden Fall, im Einsatz. Und das ist halt dann ein ziemlich gutes Paar, ein Bagger, ein Powertree. Das heißt, ich kann wirklich in der Mittagspause nachladen. Und wenn das alles funktioniert, dann ist das echt eine gute Story, auch wenn das natürlich ein sehr kostenintensives Lineup ist, aber irgendwo muss man ja erstmal anfangen und Erfahrung sammeln. Und da kann dann auch unter Umständen können da auch 2 Bagger mit einem Powertree ohne Probleme versorgt werden, weil ich ja eben nicht nachlade, wenn mein Akku leer ist, sondern ich lade von 20% auf 80% nach oder weil jetzt Mittagspause ist, dann stecke ich halt an und lade nach, sodass ich gar nicht dann ja diese riesigen Energiemengen immer zwingendermaßen reinlade und dadurch dann halt im Nachgang oder vielleicht sogar auch parallel noch ein zweites Fahrzeug nachladen kann. Also das funktioniert gut. Ganz klar ist natürlich, dass das ein neues Produkt ist, was getestet wird und dann noch ein bisschen weiterentwickelt und optimiert wird. Da sind wir jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Stand und planen jetzt auch den Rollout von deutlich mehr Powertrees und sind jetzt gerade am Platzieren der, ich glaube, fast 20 Stück. Ja. Jetzt muss ich die Frage stellen, wir haben das bei E-LKW, bei E-Autos und so weiter schon immer gemacht. Wie sieht es denn mit den Total Costs of Ownership aus? Also mir schwant das ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, im Moment in der Anwendung. Logisch ist ja auch klar, dass Sie da gerade noch in der Vorphase sind. Vielleicht wird das in ein paar Jahren deutlich günstiger. Aber jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt einen Baumaschinenring habe und tatsächlich diesen Powertree oder einen ähnlichen Großspeicher haben möchte, rentiert sich das heute schon? Hand aufs Herz? Das rentiert sich, wenn ich in den Niederlanden ein Bauprojekt gewinnen möchte oder in Skandinavien, wo ich wirklich nachweisen muss, dass ich CO2-frei bin und ansonsten den Zuschlag für dieses Bauprojekt nicht bekomme. Aber wenn ich sonst keinen
äußeren Druck habe, dann ist es noch sportlich momentan. Ja, das stimmt. Da arbeiten wir ja aber konkret dran, ne, dass zum einen der Powertree günstiger wird. Zudem wird die Ladeinfrastruktur, der Ausbau ja deutschlandweit, europaweit sehr weit ausgeführt. Dadurch, dass wir standardisierte Schnittstellen nutzen, um auch die Fahrzeuge nachzuladen, dann fahre ich halt eben mit der Kehrmaschine oder der Betonpumpe zu der Standard-Wallbox dann am Straßenrand und lade sie da nach, während ich meine Mittagspause mache oder zum Schnelllader oder. Ja, das heißt, ich werde nur da auf dem Powertree angewiesen sein, wo ich wirklich weit ab vom Schuss bin oder halt eben auf der Baustelle. Aber es gibt dann auch ganz viele andere Geräte, die wahrscheinlich auch dann noch viel sinnvoller sind zu elektrifizieren. Ich finde die Frage auch deshalb spannend, weil wir ja im Kfz-Bereich sehen, dass es immer mehr zu einer Kostenparität kommt zwischen den elektrischen Antrieben und den verbrennungsmotorischen. Also da ist das Kostendelta ist dann auch für den Endkunden jetzt fast gar nicht mehr gegeben. Da sind wir im Baumaschinenbereich noch lange nicht. Also die elektrifizierten Fahrzeuge sind deutlich teurer, die Antriebssysteme sind noch teurer, aber auch dort wird sich das Ganze annähern. Wir bleiben da dran, wie sich das weiterentwickelt. Herr Adermann, Herr Pelger, herzlichen Dank für das Gespräch. Liebes Publikum, schreiben Sie es doch in die Kommentare, was Sie denken, wie sich das in Zukunft auf Baustellen entwickeln wird. Und ansonsten, wenn Sie Fragen oder weitere Themen für uns haben, dann schicken Sie die wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.